Warte mal, gutes Ladies and Gentlemen, bleiben wir doch direkt in diesem Monat beim Thema Belagerungssachen. Im Hintergrund seht ihr schon, heute zeige ich euch mal kurz und knackig, wie ihr an einen Triebock kommt. Trieböcke sind, naja, ich würde jetzt nicht sagen wichtig geworden, aber sie haben zumindest in irgendeiner Weise mal einen Nutzen außerhalb von PvP gewonnen. Und zwar mit dem Age of War Update. Wir müssen nämlich eine Festung stürmen, und zwar diese dort. Und dafür ist es entweder ganz nützlich, eine Ramme zu haben, auf die gehe ich jetzt nicht mehr näher ein, oder eben einen Tribok. Ja, oder ihr seid ein wütender Gott, der alles einbrechen kann. Könnt ihr übrigens auch auf meinem Kanal finden. Hübscher Guide. Ich würde sagen, fangen wir also an. Und zwar am Anfang. Wenn ihr mal bei eurem Wissen guckt. Da könnt ihr unter Bau direkt schon bei Steinmetz Lehrling sehen Ingenieur Stufe 25 und ihr könnt das hier machen. Im Prinzip habt ihr wirklich schon damit alles gelernt, was es zu lernen gibt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wichtig für euch ist auch, wenn ihr mal nicht weiter wisst, hier steht, wo ihr etwas produzieren könnt. Also, Schritt 1 wäre für euch, ihr baut eine beliebige Werkbank eines Zimmermanns. In dem Fall ist es jetzt die verbesserte. Und ich habe mal testweise jemanden gespawnt, es geht tatsächlich schneller. Wenn ihr an dieser Werkbank seid, dann seht ihr schon hier, ihr habt ja alles, was ihr braucht. Aber ihr merkt schon, dieser Tribok ist irgendwie nicht so ganz bereit, was? Das ist kein Problem. Erstmal baut ihr das Belagerungsfundament und die Tribok-Basis. Das Fundament schaut so aus und das ist das Wichtigste, was ihr erstmal braucht. Das ist das quasi das Fundament eurer Belagerung. Ob es deswegen Belagerungsfundament heißt? Als zweiten Schritt setzt ihr auf diese ganze Geschichte die Tribok-Basis. So, nun könnt ihr damit nichts mehr anfangen, also geht ihr zur Basis. Hier wiederum könnt ihr mit Holz und Steinen den Tribok-Rahmen machen. Das Ganze schaut dann so aus. Wenn ihr den Tribok-Rahmen habt, der wird übrigens automatisch auf die Basis gesetzt, ihr müsst da nichts weiter machen, dann könnt ihr im Tribok-Rahmen den Tribok-Arm bauen. Wenn ihr den Arm gebaut habt, dann sieht das Ganze so aus. Ich weiß, unglaublich schick. Jetzt gibt es im Prinzip nur noch zwei Sachen zu tun. Laden und Feuer. Naja, nicht ganz. Also erstmal, das Ziel ist mächtig, mächtig dämlich. Also das hier könnt ihr ungefähr so als Fadenkreuz nehmen. Also quasi als Kim und Korn. Im Moment zielen wir quasi auf diesen Turm da hinten. Wenn ihr also woanders hin wollt, müsst ihr entweder dagegen laufen oder halt von der anderen Seite laufen. Whatever. Wichtig ist jetzt, ihr braucht Munition. Munition bekommt ihr im Tribok selbst. Ihr seht, es gibt verschiedene Arten von Munition. Manche könnt ihr nur in den Season Pässen freischalten, aber diese hier werdet ihr immer haben. Und diese hier normalerweise auch. Zumindest ist mir nichts anderes bekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die drei nicht Season Pass abhängig sind. Und ich meine nämlich, dass dem so wäre. Also hier beim Battle Pass. Seht ihr? Also ihr braucht zumindest Stufe 26, dann kriegt ihr drei Geschosse kostenlos. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ihr auch die Rezepte erst dann bekommt oder ob ihr sie bauen könnt. Also ihr bekommt auf jeden Fall die Geschosse, zumindest im Season Pass. Falls ich gerade Blödsinn geredet habe, schreibt es in die Kommentare, ist vollkommen in Ordnung. Also zumindest kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass ihr das immer habt. Ob ihr die drei habt, weiß ich nicht. Kann aber sein. Ich weiß nämlich nicht, ob ich sie schon freigeschaltet habe. Egal, komme schnell zurück zum Thema, wir weichen nämlich ab. Also wir können jetzt einfach reinladen und dann schießen wir. Richtig? Ich meine, was soll noch sein? Gehen wir mal zum Hebel, schießen. Gut, es passiert nichts. Das kommt daher, weil ihr einen Tribok erst laden müsst. In dem Fall ist er aber schon geladen. Was ihr noch machen müsst, ihr müsst das reinziehen. So, jetzt können wir aber schießen, oder? Jetzt ist doch alles da. Ah, immer noch nicht. Gut, weil ihr müsst das Gegengewicht beachten. Und das meine ich jetzt tatsächlich ernst. Hört mir genau zu. Das Gegengewicht, das kann alles sein. Ich glaube, es kann sogar ein Geschoss sein. Yep. Wie ihr seht, es funktioniert. Und der Stein fliegt. Fantastisch. Allerdings würde ich empfehlen, keine Belagerungssteine als Gegengewichte zu nehmen. Ich würde empfehlen, nehmt irgendwas Leichteres, wie zum Beispiel Holz, Steine, whatever. Ich würde euch übrigens auch empfehlen, nehmt nicht zu viel Gegengewicht, weil je mehr Gegengewicht ihr habt, desto mehr knallt es auch. Und zwar wirklich. Also, ihr schießt da schon weit übers Ziel hinaus. Das kann man übrigens auch sehr schön sehen, indem man jetzt mal einfach vergleichsweise die Dämonenfeuersalben nimmt. Wir stellen jetzt mal auf 45 Grad ein, das seht ihr hier. Das könnt ihr übrigens hier einstellen. Das ist der Winkel. Ihr müsst für euch ein bisschen anpassen, in welchem Winkel ihr schießt. Je geringer die Zahl, also es geht bis minus 25% und bis plus, lass mich nicht lügen, 90% oder 90 Grad besser, nicht Prozent, sorry, desto weiter oder eben nicht so weit fliegt eure Kugel. In dem Fall 45 zu 60. Wir können ja theoretisch mal versuchen, wie weit das jetzt fliegen würde. Feuer. Also,
Das wäre jetzt mit 1000 Steinen. Ihr seht, es geht deutlich über das Ziel hinaus. Ups. Also sehr, sehr deutlich. Und wenn wir jetzt mit noch mehr Steinen laden würden, was absolut utopisch wäre, bei einem Winkel von 45 Grad wäre folgendes. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich weiß nicht, wie weit ihr diesen ganzen Spaß treiben könnt. Ich hatte mal überlegt, dass wir uns überlegen. Ich hatte mal überlegt, dass wir uns überlegen, wo diese Festung ist, ob wir es vielleicht schaffen, von hier hinten auf die Festung zu schießen. Dafür brauche ich allerdings noch jemanden, der sich hier hinstellt und das kontrolliert. Vielleicht werde ich noch jemanden finden. Aber das ist schon mal das Wichtigste. Also hier könnt ihr nachladen, aber das geht natürlich erst nach dem Schuss. Ihr habt gerade gesehen, wichtig ist, dass ihr nicht zu viel Gegengewicht nehmt. Oder wenn ihr tatsächlich mehr Gegengewicht nehmt, dann müsst ihr halt auch den Winkel anpassen. Also ich kann es ja mal ganz kurz für euch übertreiben. Sagen wir mal, wir wollen jetzt auf einen Winkel gehen von 80 Grad. Ist natürlich total gut, ne? Dann passiert Folgendes. Kann jetzt gut gehen. Ich weiß nicht genau, wo er runterkommt. Aber. Oh, gar nicht mal schlecht. Also, wenn ihr aber direkt gegen etwas schießen wollt, empfehle ich euch, wählt eher einen kleineren Winkel. Einfach hinrennen, E drücken oder auf Konsolen, was auch immer ihr für Tasten noch zur Verfügung habt. Ich kenne mich mit dem Billigzeug wie Konsolen nicht aus. Ja, das war doch ein bisschen weit übers Ziel hinausgeschossen, wortwörtlich. Aber der eigentliche Zweck dieser Trieböcke ist ja auch gar nicht sinnlos in der Gegend rumzuschießen. Es sei denn, man macht es wie ich, dann ist es der eigentliche Zweck. Ihr könnt damit Tore einrammen, tatsächlich. Also wenn jetzt alles gut geht, dann treffe ich sogar mal ein Tor. Ja, es ist noch nicht ganz. Wie gesagt, das Ziel ist der absolute Horror. Haha, gut geschossen, was? Also in dem Fall passt ein Winkel von 0 Grad bei 100% Gegengewichtladung. Und ihr seht, Dämonenfeuersalben sind auch mein Favorit. Machen eigentlich den längsten Schaden, glaube ich. Ob sie den größten Schaden machen, weiß ich nicht. Das könnten wir theoretisch mal eben testen. Also das Tor ist natürlich jetzt geschwächt, deswegen ist das nicht ganz so akkurat, dieser Test. Aber, Moment, ist geladen, ne? Können wir mal gucken, was eine Sternmetallsalve machen würde. Also ihr müsst da wirklich höllisch aufpassen. Das Ding ist unglaublich empfindlich und deswegen auch unglaublich nervig. Haha, Tor ist offen. Also ich weiß nicht, ob der erste Stein gezählt hat als Schadensbringer. Aber der zweite hat definitiv gezählt und das Tor ist offen. Also Sternmetallgeschosse bringen durchaus was. So, man kann es ja drehen, wie man will, aber Dämonenfeuersalben machen einfach am meisten Spaß. So, das war es auch eigentlich schon. Das war das Wichtigste, was ihr zum Tribok wissen müsst. Also, eine Sache hätte ich vielleicht noch für euch. Ups. Eine Sache hätte ich tatsächlich noch für euch, und zwar bei Wissen. Müsste das unter Waffen sein? Genau. Sprengsätze. Da könnt ihr die Dämonenfeuersalben bauen. Übrigens, für alle, die eine Frage haben bezüglich Gasfalle oder Explosionsfalle, es gibt nämlich eine Aufgabe, und zwar genau hier, bei den Herausforderungen. Da steht, stellt eine Falle im Inventar her. Okay? Das heißt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob da Sprengvasen zählen, aber ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich mal interessieren. Zählt das als Falle? Das war alles zu Trieböcken und die Sache mit den Fallen habe ich euch gerade gefragt. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten, ihr braucht übrigens auch keinen Hersteller, es dauert einfach nur schlicht und ergreifend länger, aber es sind alles noch erträgliche Zeiten. Also ihr seht, so schnell geht es mit jemandem da drinnen und so schnell geht es ohne jemanden da drin. Also absolut vertretbar, da müsst ihr nicht ewig warten. Wichtig ist, ihr müsst Holz und Steine haben und für die geringfügigsten Geschosse braucht ihr im Prinzip nur Stein. Hierfür braucht ihr Eisenstein und Stahlfeuer. Hierfür braucht ihr Teer und Stein. Das sind halt brennende Belagerungssteine. Und hierfür braucht ihr Sternmetallerz. Siebter, deutlich leichter zu finden. Aber da gibt es auch keine Festung. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder Wünsche, ab in die Kommentare damit unter diesem Video. Ansonsten schaut bitte bei Patreon rein. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Valadoeris, euer Wolf.